Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium mit dem Feljack. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem radioaktiven Gebiet, weil wir unbedingt Kobalt brauchen für diesen Bohrer. Aber hier haben wir eine schöne Basis. Schön, schön. Hier werden wir auch noch raiden. Da kenne ich ja gar nichts, aber da brauchen wir erstmal ein Raumschiff für, sonst kommen wir da nicht hoch. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, wie immer. Ja, dann gucken wir mal, ob wir so ein blödes Gebiet finden. Wir fahren in den Sonnenaufgang. Ja. Wir haben jetzt in der letzten Folge ein bisschen Holz gefarmt. 200 reicht. Da war ein lecker Pilz. Oh, so ein lecker Schmackofatzpilz. Die hole ich später, hole ich mir den. Den lasse ich noch ein bisschen reifen, den Pilz, und dann hole ich mir den später. Das sind immer so leckere Pilze, da kann ich kaum widerstehen. So, dann gucken wir mal. Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen immer noch gucken und gucken, gucken. Der Radar zeigt schon einiges an. Ah, da ist Sicherheitsgebiet. Aufpassen, was ist das? Destroyed Shelter, ja. Kannst du auch eigentlich noch. Kannst, obwohl, nee, lass uns doch mal hin. Wir haben im Schrank bestimmt noch Pflanzen drin und wir bauen ja noch Pflanzen, ne? Mal kurz den ihren Schrank plündern. Ja. Shopper. Obwohl, sieht nicht danach aus, ne? So, guten Tag. Ibims. Ibims. Oder? Betten. Steht ein blöder Baum drinne. Toll. Verkacktes Regal. Alles Sachen, die keiner braucht, irgendwie. Ihr habt ja nicht einen Schrank hier. Halt. So, ich habe mich schlafen gelegt aus Versehen. Naja gut. Aber hier scheint nichts zu sein. Schade. Nur ein paar Betten. Ein paar komische Konstruktionen. Eine blöde Antenne. Ne, hier ist nichts, Leute. Schade, ich dachte, ich kann hier vielleicht ein paar Pflanzen abgreifen. Ihr kennt das ja, manchmal sind da so Spinde. Also Schränke halt. In diesen Schränken ist ja immer geiler Stuff drin, ne? Ne, wir wollten eigentlich da weiter, genau. Müssen wir jetzt über Berge oder was? Oh Mann, ey, ich hasse Berge. Ich hasse Berge. Nein! Gib doch nicht um, du Kackding. Gib Gas hier. So. Bei uns ist irgendwas. Laut Radar. Aber ich sehe immer noch keinen Submerge-Tank. Ja. Ein Submerge-Tank ist nicht schlecht, glaube ich. Müsste doch eigentlich noch ein Gebäude stehen. Kupfererzlager. Ich nur mal kurz gucken, warte mal. Das ist nicht schlecht, die sind geil, die Dinger. Die sind richtig geil, das ist. Da ist fetter Loot drin, ne? Wir müssen jetzt auch erstmal abgreifen werden. Ah, klein ist die Schrotze. Ach klar. Ja, wo kommt her, ihr Kackspinnen? Warum bin ich hier drin? Da kommen so ja die blöden Kackspinnen. Hör sie doch schon wieder. Mann, du sollst auf den blöden da drauf. So. Gleich doch. Kaum immer, ne? Hier sind die ganzen Dinger. Ja, komm, ich weiß, dass hier noch mehr kommen. Ja, den Trick kenne ich schon. Kannst du einen anderen mit verarschen?
So. Wo sind eure Freunde? Na komm, ich weiß, dass hier noch welche sind. Da gehe ich jetzt erst looten. Oh, da. Nein, Neodym. Oh Mann, ein T2. Ja. Oh, haben wir einen Gong, Alter. Ein T2. Brauche ich den nicht bauen? Einen verbesserten Konstruktor. Ich werde nicht mehr. Werde nicht mehr, Leute. Wie geil ist das denn, Medikits. Scharfschützengewehr, noch ein T2. Gehärtete Stahlblöcke und Pulsgewehr. Wenn hier nicht zwei Blöcke? Ah ja, meine ich ja. Oh, geil, ein Schmelzofen. Warp-Antrieb. Neodym. Erste Hilfe. Da, sehr nice. Was machen wir anders hier? So. Ja, schade, leider kein Kobold. Leider kein Kobold. Das ist wirklich ärgerlich. Aber wir haben eigentlich ein T2. Ja. Gab es hier eigentlich noch was? Nee, ne? Was, oh, ist das geil, ey. Guck mal, wie er das abbaut. Oh. Da geht hier Felsic richtig einer ab gerade. Ja, wir kriegen ja noch die Platten hier raus. Weil sonst war hier, glaube ich, nichts, ne? Ne, ich glaube, sonst gibt es hier nichts umsonst. Na, ich sag ja, diese Tanks, die sind echt geil, ne? Aus dem Puff. Ah, nicht wieder rein. Ach, du bist so ein Horst, ey. Ach, komm raus hier. Wo ist mein Gleiter da? Schön, 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 meine Freunde Sonne. Leider keine Kobaltbarren drin gewesen. Leider, leider, leider. Stock. Dann hat man noch ein Kupferslager gefunden. Da ist schon wieder Xerox-Gebiet. Machen wir uns erstmal einen Wegpunkt drauf. Wir werden einfach mal weiterfliegen. Übrigens, diese Tanks, die sind immer in der Nähe von Xerox-Gebiet oder in Xerox-Gebiet. Ganz oft. Und da können sie nicht bauen. Das heißt, da werden sie dann wohl auch drum herum gebaut haben. Ich kann hier nichts reißen mit dem Ding. Müssen wir aufpassen, wo wir langfahren jetzt. Oh. Oh, da ist jetzt ein Berg, da muss ich jetzt irgendwie dann lang oder drüber weg. Gehen wir drüber weg hier. Nein! Ab durch Mitte will ich. Nein, nicht da rein. Bisschen darüber. So. Ab durch die Mitte hier. Ja, er springt jetzt von Baum zu Baum, Alter. Gibt es auch diesen Spruch, diesen Witzspruch, der Affe schwingt sich von Ast zu Ast, bis er ins A-Loch passt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Scheißwitz kennt, aber voll alt und irgendwie ganz lustig. Oh, geil. Oh geil, eine Abaddon Factory. Yeah. Oh ja, da geht Felsic einer ab hier gerade. Noch ein Eisenslager. Wollten wir nicht irgendwie Siliziumlager und so? Oh, was fährt denn der? Ach, der hat Autopilot oder was? Habe ich den Autopilot aus Versehen aktiviert? In die Factory gehen wir natürlich noch nicht rein, aber ich will mal abchecken hier und so. Was für ein hässliches Ding ist hier. Mal ganz kurz reingehen. Ach, das scheiß Geschütze hier. Ja, ich höre es schon wieder. Kacktönig in der Hose. Eins gemacht.
Er ist mit dem bin ich noch feindlich, ne? Ach, falsch. Auch falsch. Euch gar nicht hin. Ist Talongebiet. Bin ich immer noch, was heißt feindlich? Nein, bin ich unfreundlich. Naja, fahren wir jetzt so, wie wir jetzt sind, dann fahren wir jetzt wieder zwischen den Fronten. Bitte, das müssen wir auch mal, müssen auch mal gucken, dass wir da weiterkommen. Ja, das Siliziumerzlager, das gehört aber alles Talon, ne? Denke auch, wenn ich unfreundlich bin, werden mir die Geschütze ordentlich einen raufhämmern. Irgendwie bereue ich es gerade, dass wir einen mittelgroßen Planeten genommen haben, weil eigentlich. Ja, das Tom, wo steht da in dem Gebiet? Ne. Dann gehen wir da doch mal hin. Vielleicht sollte ich mein Stuff drinnen lassen. Oh, wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Ich weiß, was das ist. Sieht cool aus, ne? Auch mit der Figur da oben drauf und so. Das ist ein massives, riesiges Spinnenlager. Es gab ja damals auch schon diese komischen Lager. Aber die sind richtig pervers hier, die Dinger. Werde jetzt aber trotzdem hier reingehen. Weil da richtig geiler Loot drin ist. Teilweise. Auch jede Menge Pflanzen und so weiter. Deswegen, wir müssen jetzt leider. Das ist leider. Wird eigentlich mitnehmen. Wir werden das jetzt. Hier, ich hoffe, das passt hier rein. Geht das? Ja, geht doch. Oh ne, die Medipacks hier nehmen wir auch mit. Das nützt uns nichts. Das nehmen wir auch raus. Die Bohrerladung mal raus. Und die Tool lassen wir drinnen. Das wegnehmen und das wegnehmen. Und den wir jetzt rausnehmen. Ja, ihr seht schon, der Feldjack bereitet sich gerade richtig vor hier auf diesen Mist. Das ist sogar gegen Gift besser. Sehr schön, kommt alles hier rein. Ich muss noch mal auf die Verwaltung. Das alles raus haben aus dem Inventar. Erstmal. Ah, Quatsch. Und die Ladung brauchen wir. So, dann haben wir drei Plätze nur. Und hier können wir schön den Stuff reinballern, den wir finden jetzt. Ja, die Talon dödeln hier rum. Ihr seht das schon. Geht schon los mit den Pflanzen. Ja. Ja, kommen wir mit, weil wir haben eh nichts zu essen mit. Stachelige Pilze, aber gerade nicht. Okay, das zählt als 1. Ja, die Tal, das ist hier so, keine Ahnung, eine Talung-Gebetsstätte, ich weiß es nicht. Fleisch brauchen wir gerade nicht. Hier sind wieder Pflanzen zum Anpflanzen. Brauchen wir auch nicht. Nüsschen. Dahinter war ich auch noch nicht, ne? Oh, hier, seht ihr? Das meinte ich, deswegen wollte ich hier eine Nährlösung, sehr schön. So, und jetzt gehen wir mal in die Grube des Löwen, in die ultimative Spinnenhölle. Also wer jetzt eine Spinnenphobie hat. Oh. Aber da gehen wir auf den Sack, ey. Wo ist die andere jetzt hin? Die sind das kleinste Übel. Für alle, die eine Spinnenphobie haben, würde ich jetzt empfehlen, diese und die nächste Folge nicht zu gucken. weil da unten sind grüne Spinnen, blaue Spinnen, schwarz-weiß kariert und nein, also Spaß jetzt, aber da sind echt eine Menge Spinnen, große Spinnen vor allen Dingen, eklige, fette Würgespinnen. War echt ein Kotzkampf bei Christ. Und in Massen, ne? Hier jetzt noch nicht, ne? Das sind so die oberen Reicher. Und die haben da irgendwie da unten drin rumgemeinert oder so. Ich glaube, jetzt sind hier noch nicht so fette oder so viele.
Hier sind so riesige Lagerhallen. Das sieht schon, also sieht schon echt cool aus. Sieht aus wie so Opferungsstätten hier, ne? Das ist schon nice gemacht, ne? Schon nicht schlecht aus. Und dann seht ihr hier schon. Weiß nicht, ob hier jetzt schon welche sind, aber da gibt es hinter diesen Mauern so ausgegrabene Tunnel. Da wurden sie wohl noch weiter. Oh hier, guck mal. Mega geil, mega geil, brauchen wir alles. Oh hier. Ohne Ende Zeug zum Anpflanzen. Das ist eine Stachelzitrone. Brauchen wir auch nicht. Haben wir selber. Hier wieder pflanzen. Sehr geil. Deswegen bin ich hier runtergegangen. Hatte ich ja gesagt. Hier sind viele von diesen ganzen Setzlingen. Die können wir alle für unseren schönen Garten gebrauchen. Das ist nur Essen und Gewürz. Ein paar Blümchen. Noch ein paar Nüsschen. Noch ein paar Nüsschen. Ein Stuhl. Gab es auch andere Seiten? Auf anderen Seite gab es keinen. So, und jetzt sollte mal Licht anmachen, damit wir auch was sehen hier. Jetzt geht das schon langsam los, Leute. Haltet euch fest. Ey, lasst den Ekel nach oben. Hier haben wir noch so einen Raum. Ich werde jetzt eine C2-Schrotflinte hier. Hier werden Schlangen angebetet. Sind das schon echt geil gemacht hier, ne? Guck jetzt einfach mal so durch, aber hier ist nichts. Da sind wir eh vorhin lang gegangen. Hier ist nichts mehr. Auch diese Götzen und so finde ich schon echt geil. Ihr hört es schon, dass schon wieder am Rumkotzen sind. So, wir müssen jetzt aber noch weiter runter. So, und jetzt kommen wir langsam hier ins Spinnenparadies. Müssen wir echt aufpassen, rechts und links. Ich höre es schon, ihr auch. Es ist gruselig, irgendwie. Ich habe Angst, dass sie kommen hier. Lass mich in Ruhe. Die Axt, ey, die richtige, oh, so richtige, richtige Mörder-Axt hier. Alles wegschnetzeln. Ich will nur eure Setzlinge haben. Ich gehe gleich wieder. Eigentlich lüge ich gerade. Ich wollte euch eigentlich alle killen. Gibt nämlich richtig anständige Punkte gleich. Ja, ich komme gleich zu euch. Da sind sie schon, die ersten Bitches. Ja, das sind aber Pipi. Das sind ja die normalen Standardspinnen. Muss gar nicht abhauen. Versteckt sich noch einer. Ah, das hast du dir gedacht, war? Oh. Guck mal, lecker Pilze, eine Warunwurzel. Ey, was alles für ein Scheiß gibt, ne? Aber da sind bestimmt da die Spinnis bei gewesen. Und da kommen sie. Ich sehe sie da schon, da glitschen sie schon rum. Hier ist jetzt nichts mehr, oder? Ja, dann gehen wir jetzt in die Höhle des Löwen. Guten Tag. Ah, die gehen ja noch. Schon aufpassen, dass wir dir nicht irgendwie in den Rücken fallen hier. Spannend, spannend. Ja, jetzt kommen wir so langsam. Die Katakomben hier. Und da sind sie alle drin. Ne? Guten Tag. Angst. Da sind wieder welche. Hey, bleib hier. Junge, Level 4. Geht ab, ja. Gibt es eigentlich mal einen höheren wie Level 3? Noch nie die Level 4 Spinne gekillt. Nehme ich erstmal gedippert haben, dann kommen die alle durch diese Tunnel durch. Ja, und wir sind auch schon wieder an einem Folgenende angelangt.
meine Lieben. Hier ist der erste Secret. Hier geht es dann auch mit den Spinnies weiter. Es werden auf jeden Fall noch viele geheime Stationen hier, werden wir noch finden. Und ganz viele eklige Spinnen, vor allem die richtig fette. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wäre sehr, sehr geil. Und ein Abo wäre noch viel geiler. Und schaut auch mal in meine Winter Story Let's Play Reihe rein. Sehr geiles Spiel, auch wenn es so ein Minecraft-Klon ist, aber cool gemacht, geil, ja. Das Crafting ist einzigartig und, also ist schon eine coole Sache. Macht auch eine Menge Spaß, muss man auch viel farmen und so viel grinden und da gibt es noch keine Alien. In dem Sinn, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, seid auch fertig. Tschüss.